Herzlich willkommen zu einer weiteren Platzrunde. Heute mit Maximilian Eggestein. Servus, hallo. Servus Maxi. Wir haben uns schon auf Maxi geeinigt, oder? Ja, Maxi ist gut. Wir machen uns auf den Weg zu einer Platzrunde und hier geht es ja wieder raus aus dem Tunnel. Hast du da irgendwie was Spezielles, was du machst, so ein Ritual, wenn du auf den Platz gehst eigentlich? Nee, eigentlich gar nicht. Nee? Weder beim Aufwärmen noch beim normalen Rauslaufen. Irgendwie rechter Schuh zuerst, nee. Oder? Manchmal also, sieht man auch dieses... Ich glaube, viele meiner Kollegen haben so ein Ritual. Ja. Aber ich habe mir noch keins angeeignet. Ja. Maxi, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen heute. Deswegen machen wir mal einen Schwank in deine Jugend. Du hast in deiner Jugend für den TSV Havelse gespielt. Zufälligerweise Gegner am Wochenende unserer U23. Dein Papa hat lang für Havelse gespielt, hat auch zweimal gegen SC gekickt in der zweiten Liga. Und es gibt ehemalige Havelse, die beim SC Geschichte geschrieben haben. Ich sag nur Finke, Todd, Beneking, Vogel. Schreibst du jetzt die Geschichte quasi fort? Wusstest du es überhaupt? Ja, ich wusste es auf jeden Fall. Also mein Vater hat ja auch noch mit einigen zusammengespielt, beziehungsweise unter Volker Finke gespielt. Und deswegen habe ich es auf jeden Fall verfolgt. Und für uns, sage ich mal, alle, die dort herkommen, ist das natürlich was Schönes, dass es immer wieder Leute aus Havelse, sage ich mal, dann auch in den Profifußball schaffen. Mhm. Und ja, ist einfach für die ganze Region dort schön. Ne? Ja. Dein Jugendtrainer von Havelse hat über dich gesagt, dass du schon in sehr jungem Alter Leader warst auf dem Platz, die Mannschaft irgendwie angeführt hast. Mhm. Woher kam das? Weiß ich nicht, woher das genau kam, aber ja, ich habe schon immer versucht, halt Verantwortung zu übernehmen und auf dem Platz dann vorne wegzugehen. Ja, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht unbedingt verbal, also natürlich im Spiel kommt es auch dazu, dass man mal schreit oder solche Sachen. Aber ich habe immer versucht, so über Aktion vorne wegzugehen und ja, das ja, habe ich mir versucht in der Jugend anzueignen. Es war auch so eine Sache, die Trainer immer zu mir gesagt haben, ja, versucht die Jungs mitzunehmen und sowas nimmt man sich dann ja auch zu Herzen. Ja. Und dann hat man das versucht, in die Tat umzusetzen. Vielleicht auch die Position? Ja, das kommt dann auch noch dazu, dass man halt so im Zentrum des Spiels steht und halt häufig mitten im Geschehen ist. Und das bringt dann natürlich auch mit sich, dass man häufig Aktionen hat und dann halt auch Verantwortung übernehmen muss. Was haben dir deine Eltern mitgegeben für Fähigkeiten, die dir jetzt helfen, auch Führungsspieler zu sein, voranzugehen? Verantwortung für meine schulischen Leistungen zu übernehmen. Das war aber gut, oder? Du hast ehrlich gesagt Abi gemacht? Ja, also ich habe Abi gemacht. Ich war kein besonders guter Schüler, war ein sehr fauler Schüler, leider. Im Nachgang so ein bisschen, wenn man älter wird, dann hat man ja einen ganz anderen Blick drauf. Aber früher war für mich halt immer an erster Stelle Fußball. Mhm. Und meine Eltern haben immer versucht, das zu bremsen. Was heißt, also sie haben es nicht versucht, das Fußballerische zu bremsen, sondern auch mein Fokus, dass ich nicht vergesse, also nicht die Schule vergesse. Mhm. Und für meine Eltern stand halt immer an erster Position die Schule. Ja. Und für mich immer der Fußball. Und dann kannst du dir vorstellen, dass es da auch häufig mal zu Konflikten gekommen ist. Ne? Ja. Aber es ist ja gut ausgegangen. Ja, und zum Glück. Auch die bisherige Saison läuft ja wirklich, wirklich klasse. 11 Pflichtspiele schon für den SC gemacht. Mannschaft spielt fantastisch bis hierher in dieser Saison. Du hast wahrscheinlich noch nicht bereut, hierher gekommen zu sein. Absolut nicht. Aber gucken wir mal zurück. Warum hast du dich für den SC Freiburg entschieden? Ja, warum habe ich mich für den SC Freiburg entschieden? Das war jetzt nicht ein Grund, warum ich mich für Freiburg entschieden habe, sondern ich fand einfach, dass das Gesamtpaket sehr gut passt und auch sehr gut zu mir passt. Und ja, ich hatte... Gesamtpaket heißt? Ja, Gesamtpaket heißt Umfeld, heißt, passt die Mannschaft zu mir, passt der Trainer zu mir, passt die Art, wie Fußball gespielt wird, zu mir, passt dieser Schritt zu der Entwicklung, wo ich mich persönlich befinde. Und ich fand, dass die Sachen, die ich gerade gesagt habe, sehr gut zu mir passen. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, nach Freiburg zu kommen. Und bin sehr glücklich, dass es so bis hierhin auch so gut funktioniert hat. Welche Dinge, die du erwartet hast, sind auch eingetroffen in Freiburg?
also ich sag mal so, die Stadt kannte ich so ein bisschen von den Auswärtsspielen. Mhm. Deswegen war es jetzt kein Nix, wo ich blind drauf zugegangen bin. Ja. Die Mannschaft kannte ich teilweise. Ich habe häufig gegen sie gespielt. Deswegen war es auch nix, was mich wirklich überraschen konnte, sage ich mal. Ne? Ja. Und mit vielen Leuten vorher auch gesprochen. Und ja, ich glaube, bei uns, was bei uns extrem gelebt wird, ist dieser Teamgeist. Und genau das habe ich auch erwartet. Und ja, vorher auch immer gesagt, dass extrem leicht wird, in die Truppe reinzufinden. Und genau das ist dann tatsächlich auch passiert. Es war extrem leicht. Die Jungs haben mir das extrem leicht gemacht, obwohl ich der einzige externe Neuzugang war. Was ja auch dann vielleicht bei anderen Teams nicht ganz so einfach ist, wenn man in so ein Gerüst reinkommt, wo man dann der einzige Externe ist. Aber die Jungs haben das super gemacht und mich da super aufgenommen. Und deswegen ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und natürlich auch erhofft habe. Ne? Teamgeist sagt man ja schon mal schnell. Was macht diesen besonderen Teamgeist beim SC Freiburg aus? Jetzt auch als neuer Spieler, der da reinkommt. Du hast gesagt, du wurdest sofort gut aufgenommen. Aber was ist so vielleicht noch das Besondere an diesem Teamgeist hier in der Mannschaft? Was mir ganz am Anfang direkt aufgefallen ist, dass wir fast keine Grüppchenbildung in der Mannschaft haben. Und ich finde mal, so Grüppchenbildung wird man nie ganz vermeiden können. Aber ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich. Ja. Gerade so, wenn dann mal einer nicht spielt oder der andere spielt dann und so. Und das haben wir halt gar nicht. So, man hat nicht das Gefühl, dass wir in einzelnen Grüppchen sind, sondern eine komplette Gruppe sind. Und ich glaube, das zeichnet uns aus und das ist auch extrem wichtig für den Teamgeist. So, das ist die Sache, die mir direkt am Anfang aufgefallen ist. Ja. Gibt es einen Nord-Süd-Unterschied? Du hast ja dein Leben eigentlich im Norden. Die Frage kommt immer und ich kriege dann immer wieder Ärger mit meinen Freunden im Norden, wenn ich sage, der Süden ist schöner. Ja. Aber es ist halt so, für uns, wenn man aus dem Norden kommt, dann ist es häufig so Flachland oben im Norden. Und hier ist es dann halt bergig schon ein wenig. Und das fühlt sich für uns dann natürlich so ein bisschen wie Urlaub an, sage ich mal. Ne? Und es macht so einen ganz anderen Eindruck, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Deswegen, ja, tue ich mir schwer, weil im Norden ist es auch echt schön und es ist einfach anders. Ja. Und wenn man es nicht gewohnt ist, dann ist es natürlich am Anfang immer direkt dann schöner. Und was ich auch sagen muss, Stand jetzt hat das Wetter das gehalten, was alle immer gesagt haben, dass es tatsächlich ein Stück besser ist im Süden als im Norden. Ne? Auch heute wieder, die Sonne kam raus. Ich habe es schon gesagt, du hast 11 Pflichtspiele schon für eine SC gemacht, standst bei diesen 11 Pflichtspielen 7-mal in der Bundesliga jetzt in der Startelf, 1-mal im Pokal. Christian Streich hat dich am Anfang ein bisschen rangeführt, auch aufs neue Spielsystem eingestellt, auf die neue Idee auch des Spielens. Was unterscheidet Christian Streich vielleicht am meisten von anderen Trainern, die du schon erlebt hast? Was würdest du sagen? Ja, es gibt mehrere Dinge. Also natürlich gibt es einmal den Trainer Christian Streich, aber es gibt halt auch noch den Menschen Christian Streich. Und was bei ihm halt schon rauskommt, was man vielleicht so anders im Fußballgeschäft findet, ist die menschliche Seite des Trainers. Und dann gibt's halt auch mal in der Kabine, dass er uns darauf hinweist, dass wir wählen gehen sollen, als Beispiel. Und ich glaube, dass das nicht üblich ist im Fußballgeschäft. Und das unterscheidet ihn, glaube ich, schon von vielen anderen Trainern. Mhm. Er betont ja auch immer das ganze Trainerteam. Das heißt, das ganze Team hat dir wahrscheinlich auch geholfen, so schnell auch eine wichtige Rolle jetzt auf dem Platz übernehmen zu können, oder? Absolut. Wir haben vor allem am Anfang, war es für mich nach 10 Jahren in diesem System Werder Bremen nicht so ganz einfach, da rauszubrechen. Obwohl ich natürlich schon auch viele Bundesligaspiele gemacht habe, aber es war trotzdem nicht so ganz leicht, von jetzt auf gleich direkt zu wechseln. Und da war vor allem auch das Trainerteam entscheidend, dass wir viele Videositzungen gemacht haben, auch viele Gespräche geführt haben, wo man einfach dann Unterschiede rausgestellt hat von dem, was ich gewohnt war und wie es jetzt ist. Und da hat das Trainerteam schon eine entscheidende Rolle gespielt. Ja.
Jetzt sind wir hier ja bei unserer Platzrunde so im Strafraum angekommen, Maxi, und deswegen haben wir eine kleine Überraschung mit dir vor. Es gibt ja, sag ich mal, bei dem ZDF gibt es das Torwandschießen, hier auf der Messe gibt es das Dosenwerfen und wir haben gedacht, wir machen Dosenschießen mit dir. Du siehst hier, wir haben Dosen aufgebaut. Das habe ich gar nicht gesehen. Und der Ball liegt 11 Meter davon entfernt, hier passend zum Strafraum. Und wir wollen einfach mal gucken, ob es machbar ist, aus 11 Metern überhaupt eine Dose zu treffen. Also du bist auch der Erste, der das versucht. Du hast 3 Versuche. Erstmal und dann gucken wir mal, ob es überhaupt möglich ist. 3 Versuche mitschneiden oder ohne? Ohne, natürlich. Ja, versuch mal. Ich guck mal, dass der Ball nicht aufs Feld fliegt hier. Kann ich? Du kannst. Der war nix. 3. Versuch. Es liegt an den Schuhen. Der hat auch keine Luft, du. Nein. Komm, einen machen wir noch. Einen hast du noch, oder? So geht's auch. Also, wir sehen, 3 stehen noch. Der Rest, komm, lass laufen. Der Rest ist abgeräumt. Immerhin. Hut ab. Ich hätte nicht mal in die Nähe dieses Tisches getroffen. Also gut, danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Dankeschön. Jetzt sind wir hier im neuen Europapark-Stadion. Du hast ja schon einige Stadien erlebt. Welches hat dich besonders beeindruckt bisher in deiner Karriere? Amsterdam. Amsterdam? Mhm. Ja. Dortmund natürlich. Mhm. Frankfurt auch. Ja. Zum Beispiel. Ich muss aber auch sagen, als gegnerische Mannschaft mit am unangenehmsten war eigentlich immer die Fahrt ins alte Dreisamstadion. Ja. Weil es so, weil es sich halt auch abgesetzt hat von allen anderen Stadien in der Bundesliga. Ne? Mhm. Mhm. Und hast du jetzt ja auch da gespielt vor den heimischen Fans? Wie war es da zu spielen? Ja, jetzt war es angenehmer. Ja. Weil jetzt waren zumindest die Leute außenrum nicht gegen einen. Ne? Ja. Und sondern auf unserer Seite und dann ist natürlich immer angenehmer gewesen. Ne? Ja. Wie gefällt dir das neue Europaparkstadion? Sehr gut. Also ich finde es natürlich ist auf der einen Seite modern. Ich finde sehr spannend die komplette Stehseite. Ja. Das macht auf jeden Fall stimmungstechnisch was her. Ja. Und was ich auch gut finde, ist, dass es an den Seiten nicht so abgeschnitten ist, sondern so ein bisschen oval gehalten Dieses Achteck. Ist. Genau. Mhm. Das bringt auch noch mal so ein bisschen Enge, sage ich mal, rein, ne, ins Stadion. War das, wo du überlegt hast, nach Freiburg zu wechseln, auch ein Entscheidungsgrund, dass du wusstest, der SC hat ein neues Stadion gebaut? Nee, eigentlich nicht. Es spricht natürlich für die Entwicklung des Vereins, aber an sich war das jetzt kein Grund. Ja. Ne? Jetzt wollen wir dich noch besser kennenlernen und wir machen so eine kleine Schnellfragerunde. Kennst du sicherlich vielleicht schon. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest entweder kurz oder führst den Satz fort. Okay. Das Idol meiner Jugend war? Mein Vater, sage ich mal. Diese 3 Werte sind mir besonders wichtig? Respekt, Loyalität, Ehrlichkeit. Diesen Tag in meinem Leben möchte ich nochmal erleben. Bundesliga-Debüt. Ja, verstehe. Und Schalke ist wahrscheinlich auch ein Gegner, den du ganz gerne magst, oder? Schalke mag ich auch ganz gerne. Erstes Bundesliga-Tor, erster Doppelpack gegen Schalke. Genau. Okay. Ja, ich hätte auch geahnt, entweder Schalke Ja, es ist immer schwierig, aber ich würde dann doch eher Bundesliga-Debüt sagen. Ja. Das war nochmal ein Tick besonderer. Mhm. Wenn ich einen Tag in meinem Leben die Rolle eines anderen Menschen einnehmen könntest, welche Person wäre das? Bundeskanzler. Oh ja, okay. Wenn ich aber dann reicht ein Tag wahrscheinlich nicht. Da kann man nicht viel verändern. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Was würde dich reizen an der Rolle? Ja, es ist schon eine Rolle, wo viel Verantwortung mit sich bringt. Und das ist jetzt das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist. So, ja. Man will ja dann auch eine Rolle, wo man wirklich anpacken kann und vielleicht auch ein paar Dinge verändern kann. Und da kommt so eine Rolle. Aber also um ehrlich zu sein, später sehe ich mich nicht in den Bereich Politik, dass man das jetzt nicht falsch versteht. Aber das ist so ein Gedanke, was einem als Erstes in den Kopf kommt. Ne? Mhm. Wenn du einen Tag in einer anderen Zeit verbringen dürftest, welches Jahr würdest du
wählen? Ich glaube, ich würde die Zukunft wählen. Und dann würde ich sagen, zwei, 30, 2030, so würde ich sagen. Ah, okay. So kurz nach meinem Karriereende. Ja, um zu schauen, was, genau, wie es so lief. Wie's, ja. Genau, wie es gelaufen ist und wie es jetzt weitergehen könnte. Ja. Ne? Wenn du mal so richtig dem Trubel entfliehen willst, was machst du dann? Eigentlich würde ich zu Hause zu meiner Familie gehen. Aber das ist jetzt nicht so leicht möglich. Zu Hause mit einem guten Kaffee geht das auch immer ganz gut. Niederlagen verdaue ich mit folgender Strategie. Eine Nacht drüber schlafen und dann aufarbeiten und weiter geht's. Wenn ich morgens aufstehe, denke ich als erstes an? Boah, schwierig. Schlummertaste. Ist auch gut. 1-0 oder 5-4 Sieg? 5-4. 5-4. Ja. Schön, vielen Dank für die Schnellfragerunde. Eine Frage noch zu deinem Bruder vielleicht, Johannes. Ihr habt ja eine lange Zeit zusammen verbracht, auch in Bremen. Jetzt spielt er in Antwerpen in der belgischen Liga. Wie viel Kontakt habt ihr? Täglich eigentlich. Ja. Also wir sind wirklich, ich habe gerade mit ihm telefoniert, bevor wir zusammen waren. Wir sind eigentlich täglich im Austausch. Wir haben früher Luftlinie 100 Meter in Bremen gewohnt. Wir waren jeden Tag zusammen. Mhm. Und letztes Jahr dann nicht mehr, jetzt ja sowieso nicht. Und wir sind täglich im Austausch, ja. Ja. Wann gibt es einen Eggestein-Podcast? Gibt ja schon ein paar Brüder. Zum Beispiel Groß, meinst du? Ja, genau. Will ich nicht ausschließen, aber wahrscheinlich wird er nicht von uns selber kommen. Ja. Und im Moment musst du ihn wahrscheinlich ein bisschen aufbauen, oder? Hat nicht ganz so viel Spielzeit wie du. Ja, stimmt. Also im Moment hat er leider nicht so viel Spielzeit, aber im Fußball geht das ja so schnell und hoffentlich wendet das Blatt sich nochmal für ihn. Und er ist ja auch erst quasi so lange wie ich dort und deswegen brauchen sie sicher noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, dann wird es auch wieder besser werden. Ja. Maxi Eggestein, vielen herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht, die Runde. Toll, dass du beim SC bist. Dankeschön. Bleib fit und munter. Mach uns so viel Freude wie die letzten Spiele. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Danke.